Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier einige Zuschauer schon auf der Messe zu haben, hier bei Tickmill. Herzlich willkommen, Tickmill, Ihr Broker, wo Sie zu sehr, sehr schönen guten Morgen Konditionen und guten Ausführungen, Forex, Aktienindizes, Rohstoffe und auch Anleihen traden können. Probieren Sie das Ganze ruhig aus. Schauen Sie auf unserer Website vorbei. Mein Name ist Mike Seil. Ich bin selbst auch Händler und mache jeden Morgen für und mit Tickmill ein Webinar, wo wir interessante Handelsideen auch gestalten. Wir wollen heute jetzt um diese Zeit morgens 10:30, 11 hier in Frankfurt einfach mal darauf schauen, wie kann man denn das nächste Jahr planen. Ja, wenn man jetzt ins Internet schaut oder in die Zeitung schaut, die es gibt, da steht halt immer der große Jahresausblick für 2019. Und wir wollen heute an dieser Stelle mal einen etwas anderen Jahresausblick wagen. Das heißt, wir sprechen jetzt hier nicht, wo könnte denn der DAX in einem halben Jahr stehen. Das sind ja Dinge, die suchen die Anleger oder die Investoren immer wieder, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Wir gucken uns das Thema heute mal an, so ein bisschen auch aus psychologischer Sicht, und dann schauen wir mal, welche Szenarien wir denn eventuell für 2019, Anfang 2019, bzw. das Ende vom aktuellen Jahr mit anschauen können. Ganz wichtig für Sie zu beachten ist das Thema hier der Risikohinweis, den bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen, dass Trading an den Märkten kann riskant sein. Hier kann man Geld verlieren. Alles, was ich hier sage, sind keine Empfehlungen, sondern reines Anschauungsmaterial für Ihre Weiterbildung. Worüber sprechen wir jetzt? Wir gucken einfach mal, was die Märkte im Jahr 2018 noch so machen könnten, immer ich sage könnten, wie es 2019 gehen kann. Und in diesem Zusammenhang blicken wir einfach mal auf zwei wichtige Standpunkte. Das eine ist ja immer das Fundamentale, das heißt, wie geht es einer Volkswirtschaft? Das beeinflusst ja unsere Indizes. Und auf der anderen Seite schauen wir mal dazu noch die technische Seite an. Das heißt, wir schauen mal in die Charts von zwei großen Märkten. Wir schauen nach den USA, den S&P 500 an, und für all die hier stehen, den DAX, den kennen wir ja an dieser Stelle, guten Morgen, dass wir hier einfach mal auf den deutschen Heimatmarkt auch schauen. Stellen wir uns einfach mal die Frage, was machen die Märkte in den nächsten Monaten? Ich nehme an, keiner von Ihnen wird die Frage mit Gewissheit beantworten können. Ich persönlich kann das auch nicht. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, neben dem Trading bilde ich auch aus, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich komme aus der Bank, ich weiß im Endeffekt, worüber ich spreche. Und diese Frage, warum will ich denn wissen, wie es weitergeht, hat psychologische Gründe. Das heißt, viele, viele Trader, die immer wieder dieser Frage nachgehen, die bewegt was. Und ich sage an dieser Stelle auch immer, auch wenn die Trader immer wieder suchen, wir können auf solche Sachen keine Antworten geben. Wir wissen es nicht, weil wir können zwar in die Vergangenheit schauen, aber wir wissen nie, was die Märkte entsprechend hier in der Zukunft für uns veranstalten werden. Das heißt hier, wir können die Märkte weder sehen noch beeinflussen. Also ich glaube, hier steht keiner mit am Stand, der in der Lage ist, den DAX beispielsweise nachhaltig zu beeinflussen. Von der monetären Power her, von der Seite her, müssen wir einfach wissen, wir können da nichts vorhersehen oder beeinflussen. Und aus diesem Grund sage ich auch immer, wer sich zu viele Gedanken darüber macht, wie es jetzt unbedingt weitergehen könnte, der verschwendet damit einfach Zeit. Diese Zeit können Sie nutzen, um eine vernünftige Marktvorbereitung zu machen. Das heißt, was wichtig ist, ist ja, dass Sie Szenarien planen, mit denen Sie dann am Ende schauen können, was macht der Markt, und wenn es der Markt macht, das Ganze dann entsprechend zu spielen. Und vorher viel darüber nachzudenken, was könnte denn sein, überlegen und so weiter und so fort, das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Lieber mit Szenarien beschäftigen und dann, wenn der Markt die Szenarien spielt, genau zu wissen, was müssen wir denn jetzt machen. Ähnlich wie wenn Sie an der roten Ampel stehen und es wird grün, dann wissen Sie, in dem Moment, wo es grün wird, können Sie über die Straße gehen, und das ist genau die Vorbereitung, die wir im Trading brauchen. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg, auch bei so einer Frage, wie geht es denn in Zukunft an den Märkten weiter, trifft ja nicht nur den DAX, trifft ja auch die ganzen Währungen und Rohstoffe, die wir hier traden können. Das ist ja etwas wichtig, und wer da richtige Szenarien hat, kommt deutlich besser ran. Das heißt, die erste Frage ist ja da gewesen, die zweite Frage, und das ist der psychologische Teil, auf den ich jetzt einfach mal kurz eingehen will. Was steckt denn dahinter? Warum kommen die Trader immer wieder an und sagen, Mensch, ich will mal gerne eine Prognose haben, wie könnte es denn jetzt im DAX oder im Euro oder im Gold oder wie auch immer, wie könnte es denn da weitergehen? Da steckt was dahinter. In unserem Kopf passieren da bestimmte Dinge. Und bei sehr, sehr vielen Menschen, die gerade in der jungen Trading-Karriere stehen und immer wieder so die Probleme damit haben, zu sagen, ich finde jetzt meinen eigenen Weg nicht so richtig, da spielt die Angst eine riesengroße Rolle. Angst ist ein Schutzbedürfnis, das haben wir, das ist angeboren, das haben wir damals, als wir noch durch den Wald gelaufen sind, gebraucht, um einfach zu überleben. Wenn es im Busch geraschelt hat, sind wir abgehauen, weil der Tiger hätte uns ja fressen können. Das sind alles Dinge, die sind angeboren. Da kommen wir auch nicht drum rum.
Und das ist ein Punkt, das hat uns früher das Überleben gesichert. Nur die Frage ist, brauchen wir denn so einen Schutzmechanismus überhaupt im Trading? Das heißt, müssen wir mit Angst traden? Und ich sage ganz klar, Angst ist wichtig, die brauchen wir auch im Trading, aber es hindert uns im Trading, die richtigen Dinge zu tun. Weil Angst bringt uns häufig in Schockstarre oder zu ganz unvernünftigen Sachen, die wir im Trading machen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, was wir mit der Angst machen und auch zu verstehen, warum diese Angst in uns da ist. Also einfach mal drüber nachzudenken, warum haben wir Angst und vor was genau haben wir entsprechend Angst. Und die größte Angst der Trader ist die Verlustangst. Einfach, man sitzt vorm PC, man will einen Trade aufmachen, sitzt aber da und grübelt, was ist jetzt, wenn es losgeht und in die falsche Richtung läuft. Dann hat man einfach Angst, Geld zu verlieren. Ein weiterer Punkt, der viele auch anfasst, ist, wenn man noch nicht investiert ist, da hat man ja noch keine Angst, was zu verlieren, weil man ist ja noch nicht losgelaufen. Man hat Angst, irgendwas zu verpassen. Und diese Angst führt dann auch wieder in Situationen, wo man sagt, okay, man macht als Trader, wenn man noch nicht so erfahren ist, einfach Sachen, die haben im Trading nichts zu suchen, die gehen dann am Ende schief. Man rennt den Märkten quasi vorn weg. Man nimmt dem Markt etwas vorweg. Auch immer schwierige Sache. Das heißt hier, wenn man das weiß, schaut man halt drauf, wie kommen denn die Ängste zustande. Und viele, viele Trader haben permanent Ängste. Und wir schauen jetzt mal durch, in welchen Situationen wir bewusst oder unbewusst mit Ängsten in Kontakt kommen. Nummer eins, sie haben ein bestehendes Investment. Die Angst, die hier kommen kann, ganz einfach. Man ist drin, der Markt ist vielleicht in seine Richtung gelaufen und es kommt eine Korrektur. Das heißt, das führt dann häufig dazu, dass Gewinne viel zu früh mitgenommen werden. Die zweite Sache ist, Sie haben jetzt noch kein Investment. Was ist dann? Dann hat man wirklich die Angst, was zu verpassen. Der Markt könnte ja jetzt loslaufen. Ich muss jetzt irgendwas tun. Man setzt sich unter Druck, etwas zu tun. Und um diesen Druck sozusagen loszuwerden, zu bedienen, macht man Positionen auf, die besser vielleicht hätten nicht aufgemacht werden sollen. Und der dritte Punkt ist der, Sie sind gerade in den Markt reingegangen, Sie haben Ihr Setup im Markt liegen. Was ist dann an Angst da? Na klar, was wir vor uns am Anfang auch hatten. Wir sind drin, oh Gott, jetzt läuft es nicht für uns, sondern gegen uns. Und in dem Moment Angst vor schnellem Verlust. Das sind so drei bestimmte Dinge, die in uns Tradern immer, immer wieder aufkommen. Und das muss man verstehen, um nachhaltig, profitabel traden zu können und auch, um sich auf solche Märkte, wie wir sie momentan auch haben, immer gut vorzubereiten. Das heißt, hier die strategischen Dinge in die richtigen Richtungen zu bringen. Und jetzt schauen wir einfach mal auf die Frage, was erwartet uns denn nun in 2019? Und diese Frage wird halt gestellt und man sucht die Antwort, um einfach dieses Sicherheitsbedürfnis zu haben, diesen Wunsch nach einer richtigen Antwort zu haben und dann die Hoffnung sozusagen darauf zu haben, dass es auch wirklich so kommt, dass der Analyst, der gesprochen hat, die Wahrheit gesagt hat, dass sich das auch so entwickelt, wie das Ganze ist. Man versucht sozusagen, eine dritte Person zu finden, der man vertraut, auf die man dann aber, wenn man das mal von hinten rum angeht, sagen kann, ich schiebe den jetzt mal den schwarzen Peter zu. Weil der hat ja gesagt, der DAX, der steht Mitte 2019 bei 15.000 Punkten. Das muss man jetzt ja kaufen. So, wenn das nicht funktioniert, kann man sagen, der Typ hat absolut keine Ahnung. Der hat gesagt, ich soll jetzt kaufen, weil im halben Jahr steht der DAX bei 15.000 Punkten. Das ist ganz, ganz häufig so. Und das ist sozusagen ein Bedürfnis, ein Sicherheitsbedürfnis, was am Anfang befriedigt wird. Und dann muss man sehen, was hinten rauskommt. Das ist im Trading aber sehr, sehr schlimm. Also so würde ich keinem empfehlen zu traden. Das heißt, hier ist einfach die Frage, Nummer eins, die Antwort zur Sicherheit bringen. Nummer zwei, was haben wir denn, wenn wir 10 Leute fragen? 10 Leute sagen im Endeffekt das Gleiche. Dann hat man als jemand, der nach Sicherheit sucht, noch mehr schwarze Peter. Weil man hat jetzt nicht nur einen, den man den geben kann, sondern das sind 10 Leute, die sagen alle dasselbe. Die können ja nicht Unrecht haben. Und wenn es nicht klappt, hat man 10 schwarze Peter. Das sind die Dinge, die sollen die Sicherheit bringen und das fühlt sich dann halt gut an. Aber es ist halt eben nur ein Gefühl. Ja? Das ist nur ein Gefühl und an der Börse haben Gefühle nichts zu suchen. Und die Preise, die dort langfristig passieren, die kommen auch nicht durch Gefühle, sondern die kommen einfach durch die Marktpreisbildung, Nachfrage im Angebot, Verkaufsüberhang, Angebotsüberhang, das macht ja entsprechend die Preise. Das heißt, einfach mal akzeptieren in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit und wir müssen einfach akzeptieren, dass der Markt entsprechend macht, was er will. Und weil wir ja die Sachen auch planen wollen, mache ich jeden Morgen hier bei Tikman für Sie auch diese Marktanalysen. Und wir können halt nach diesen Marktanalysen, das heißt sehen, was der Markt macht, können wir
Strategien planen. Und das ist der Hinweis, den ich Ihnen gerne auch geben möchte, bevor Sie jetzt lange suchen, wie es nächstes Jahr weitergeht oder nächste Woche weitergeht und was auch immer. Suchen Sie nicht nach einer Antwort von irgendjemandem Dritten, sondern schauen Sie sich einfach ganz genau den Chart an, wie die Lage dort ist, schauen Sie, wie die anderen Marktteilnehmer arbeiten und arbeiten Sie Ihre passende Strategie aus. Weil wenn Sie die richtigen Strategien umsetzen, dann kommen Sie in die Situation, dass Sie sicher werden. Und zwar aus dem Grund sicher, weil das Ihr eigenes geistiges Gut ist. Und dann brauchen Sie keinen mehr, der Ihnen den schwarzen Peter gibt oder den Sie dem geben können, sondern Sie sind ja selbst derjenige, der die Strategie ausarbeitet. Und ich weiß nicht, wie Sie das sind, aber ich kenne das von mir. Die Sachen, die ich selber gemacht habe, denen vertraue ich immer am meisten, weil ich genau weiß, wie ich darauf gekommen bin, welche Kriterien dafür gesprochen habe. Das heißt, das ist meine Strategie, das ist aus meinem Kopf gekommen und aus diesem Grund sind das die Sachen, die ich für mich im Trading sehr, sehr gut auch umsetzen kann. Das heißt hier, ich sage da auch immer, eine strategische Szenario-Planung ist das A und O, wenn wir schauen, wie kann sich der Markt denn in Zukunft weiterentwickeln. Weil das ist ja das, was wir Trader immer machen. Wenn wir einen Trade machen, wir brauchen ja eine Planung, wo der Markt hingeht. Also wir müssen wissen, wer kauft oder verkauft nach uns, damit wir unsere Positionen schließen können. Alles andere ist einfach, das ist Glücksspiel, ja, wer so arbeitet. Das heißt, im Trading geht es immer darum, Fakten zu handeln und nicht irgendwas, was wir vermuten. Weil Vermutung, das ist Hop oder Top, Münze werfen, das macht im Trading wirklich keinen Sinn. So, jetzt kommen wir aber mal zu der Seite, wir schauen einfach mal, wie der Markt sich weiterentwickeln kann. Es gibt von mir keine Punkte, wo der Markt hingeht. Ich habe auch wirklich keine Ahnung und ich muss echt sagen, mir ist es völlig wurscht, Hauptsache bewegt sich. Und deswegen gibt es jetzt hier mal zum einen ein paar fundamentale Punkte, wie es unserer weltwirtschaftlichen Situation geht. Und danach schauen wir uns das Ganze mal für den DAX und für den S&P 500 auf den Charts einfach an, wie es da aktuell ist. Das heißt hier, die fundamentale Seite. Was bringt beispielsweise die Aktienmärkte nach oben oder was macht Währungen interessant? Das sind ja immer die Dinge, die werden ja bewegt von wirtschaftlichen, häufig wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen. Das heißt, man muss einfach schauen, wenn der Wirtschaft gut läuft, dann geht es meistens den Unternehmen gut, dann steigen die Aktienindizes, weil halt häufig wir Nachfragedruck haben, die Investoren gehen rein, die Unternehmen machen gute Gewinne, das treibt die Indizes nach oben, das macht eine Währung stark, alles schicke Sachen. Das heißt wirtschaftlich, es passt. Wir haben in den USA Vollbeschäftigung, wir haben bei uns in Deutschland Vollbeschäftigung. Das sind also schon mal sehr, sehr schöne Voraussetzungen. Was haben wir noch? Mittlerweile sind wir in der Situation, dass wenn wir uns die Zahlen, die Wirtschaftszahlen auch anschauen, wir haben regelmäßig die Situation, dass wir genannt bekommen, die Einkünfte fangen so langsam an zu steigen. Das kann gut sein oder schlecht sein, aber für die Wirtschaft ist es dann in dem Moment immer gut, wenn diejenigen, die mehr Geld verdienen, entsprechend auch mehr konsumieren, weil der Mehrkonsum stützt wieder die Unternehmensgewinne und so weiter und so fort. Sie sehen, das hängt also alles zusammen. Und das ist schön, das haben wir momentan einfach in der Wirtschaft am Laufen. Wir haben auch weiterhin ein Gewinnwachstum der Unternehmen. Und hier kommt allerdings das erste Aber in diesem Punkt. Die Unternehmensgewinne, wir haben das jetzt in der laufenden Bilanzsitzung auch gesehen, was die Aussichten angeht. Die Prognose ist, wir werden weiter wachsen, also hier in Deutschland, genauso wie beispielsweise auch in den USA. Aber es kann unter Umständen sein, dass die Gewinnwachstumsrate abnimmt. Das heißt, dass die Unternehmen zwar wachsen, aber weniger Gewinnwachstum erwirtschaften. Und das kann dann wieder negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Vielleicht ist es auch das, was der Markt momentan spielt. Ich habe da keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn wir uns mal die Zukunft anschauen, die Wirtschaft sieht ja weiterhin gut aus. Also es kann, wenn der Markt jetzt keine exogenen bösen Faktoren bekommt, unter Umständen auch so sein, dass der Markt nach dieser Phase, die wir jetzt lange nach unten gehabt haben, einfach irgendwann auch wieder rumdreht und dann nach oben läuft. Von der fundamentalen Seite ist das drin, weil wir haben durch die Vollbeschäftigung, durch die guten Gehälter, die wir hier haben, auch durch die Sicherheit, das sehen wir auch immer durch die entsprechenden Indizes, das Verbrauchervertrauen beispielsweise, das bekommen wir ja nächste Woche auch wieder genannt. Wir haben eine starke Binnennachfrage und das ist auch etwas, das stützt ja die Wirtschaft. Viele Volkswirtschaften, gerade die USA oder auch bei uns in Deutschland oder in Asien, ist das Thema der Binnennachfrage ja mittlerweile sehr, sehr, sehr wichtig geworden. Und wenn wir eine gute Binnennachfrage haben, ist das halt immer schön für die Unternehmen, weil sie können entsprechend dann auch nachhaltig arbeiten. Was ist das Wichtige? Das Zünglein an der Waage. Die wirtschaftliche Seite haben wir ja gerade gesehen, da läuft es eigentlich relativ gut, kann man mit zufrieden sein. Die Zinsen, die sind momentan das Zünglein an der Waage. Ich kann mich noch genau erinnern, im Jahr, ich glaube es war Jahr 2011, da war ich gerade im Urlaub, bin ich durch Australien gereist, im August war das gewesen, da gab es plötzlich eine Änderung an der Zinssituation. Und schwupps sind die Märkte ordentlich in die Knie gegangen, weil die Zinsen erhöht wurden und der Markt ist brutal eingebrochen. Kann auch 2008 gewesen sein. Die Zeit verschwimmt manchmal so schnell. Das heißt, steigende Zinsen
sind ja immer Gift für die Aktienindizes, weil entsprechend natürlich dann an anderen Stellen sinnvoller und risikoärmer Geld verdient werden kann. Wenn man gute 3, 4, 5% Zinsen irgendwo bekommt, guten Morgen, dann hat man halt die Situation, dass man sagt, da kriege ich 3, 4% Zinsen, da habe ich kein Risiko, kaufe ich einen Aktienindex hier bei Dickmill, da hat man immer das Problem, der kann ja auch mal gegen einen laufen. Ja? Und wenn man dann die Zinsseite sieht, ist das interessanter. Deswegen können wir hier bei Dickmill auch Zinsen handeln. Also wir haben auch die sozusagen CFDs auf die Zinsfutures, kann man nutzen. Und da gibt es auch immer schöne Bewegungen, was man sehr, sehr schön sehen kann. Das heißt hier, ein hoher Inflationsdruck, wenn die Benzinpreise hoch sind, wenn die Preissteigerungen an den Märkten sehr, sehr hoch sind, dann ist das halt wirklich ein Punkt, man muss das wissen als Händler. Das sind auch edukative Teile, die ich weitergebe. Also wer da Interesse hat, einfach mal bei mir auch auf die Website schauen, edukativ geht immer mal was. Da kommt Inflationsdruck auf und der Inflationsdruck, der kann die Zinsen zum Steigen bringen. Der bringt die Zentralbanken dazu, dass die Leitzinsen angehoben werden können und das kann dann das Problem werden. Und das macht dann entsprechend den Anleihemarkt interessanter und da fließt halt einfach Geld aus dem Aktienmarkt rein in entsprechend den Zinsmarkt, also aus dem Aktienmarkt raus und dann entsprechend in den Zinsmarkt rein. Das ist übrigens auch richtig cool zu sehen, wenn man das beobachtet, wenn wir beispielsweise in den USA höhere Zinsniveaus haben, dann fließt das Geld vom Euroraum in die USA. Das heißt, wir haben zum ersten einen Abgabedruck im Euro und einen Nachfrageschub im US-Dollar. Das heißt, das bringt Währungsbewegung auf der einen Seite und auf der anderen Seite bringt das dann durch den Zinsmarkt in Bewegung. Sehr interessant, kann man sehr, sehr schön entsprechend auch für die Entwicklung von Trading-Ideen nutzen. Das heißt, das macht den Anleihemarkt interessant und jetzt kommt der Punkt, der das Zünglein an der Waage ist. In der Historie war es sehr, sehr oft so, in dem Moment, in dem wir eine sogenannte inverse Zinskurve an den Märkten gehabt haben, das heißt, dass die kurzfristigen Zinsen höher waren als die langfristigen Zinsen, das nennt man invers, dann war der Aktienmarkt extrem unter Druck. Ja? Und so eine Situation könnte sich, ist in den USA noch nicht da, in Deutschland auf alle Fälle nicht, also das sind wir Lichtjahre davon entfernt, wir haben eine Null vorm Komma, da könnte das Druck drauf bringen. Und das ist hier, das sehen wir auf der nächsten Seite, halt Moment, wir müssen noch den Handelsstreit mit China nehmen. Das ist ja auch wichtig, ne? Was passiert denn da, was macht denn der Trump mit China? Das könnte schon interessant werden für die Märkte, wobei man auch beim Thema China merkt, wir haben ja jetzt die neuen Zahlen von China auch bekommen, so böse wirkt sich der Handelsstreit momentan gar nicht drauf auf, weil die haben mittlerweile so eine extrem gute Binnennachfrage, dass die viel ausgleichen können. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da draus wird, was die Märkte da in diesem Punkt spielen. Also hier, zurück dazu. Diese Folie, die Sie hier sehen, die ist sozusagen von Merrill Lynch. Und das ist eine Umfrage, was die größten Risiken für den Aktienmarkt momentan ist. Und wenn Sie mal schauen, ganz da oben, da steht, dass sich die Zinsen erhöhen. Und wenn Sie mal sehen, das ist ein sehr, sehr hohes Risiko, was sich erhöht hat. Schauen Sie mal hier. Oben ist November, unten ist September. Im September war das Risiko bei 30. Jetzt sind wir über 60. Das ist das, was die Märkte momentan, die großen Händler, als sehr, sehr hohes Risiko sehen, die Märkte zu beeinflussen. Also da gab es eine brutale Veränderung, wenn wir mal sehen, wo wir im September standen und wo wir jetzt stehen, dass die Risikosituation sich deutlich verändert hat. An zweiter Stelle steht der Handelskrieg und dann kommt China. Da sehen Sie, da sind die Veränderungen nicht so gravierend, da haben wir teilweise sogar Rückgänge. Also da hat sich nichts geändert, aber auf der Zinsseite, da hat sich massiv was verändert. Und das ist die gestiegene Angst. Und wenn wir da entsprechend plötzlich dieses Szenario gespielt bekommen, dass wir eine inverse Zinskurve beispielsweise bekommen, das kann schon richtig heftig dann zur Sache gehen an den Märkten. Da kann man dann natürlich andere Trades suchen. Da kann man auf Gold gucken, da kann man auf die Zinsseite schauen. Das ist dann interessant, da muss man das Geld entsprechend umschichten. Aber das ist die fundamentale Seite. Und genau das ist ja der Punkt, den wir als Trader brauchen, um schöne Handelsszenarien auch zu entwerfen. Was kann denn passieren, wenn? Und dann können wir das Szenario bauen, unser Setup bauen. Und wenn der Markt das spielt, dann können wir sozusagen losgehen. Also wenn der Zug losfährt, die Ampel auf grün ist, dann können wir reingehen und nicht vorher. So, das war sozusagen mal die fundamentale Seite. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Chart an. Bitte nicht erschrecken, sowas werden Sie auf der Messe nicht ganz so oft sehen hier, weil viel wird im Intraday-Bereich gemacht, weil viele Trader kommen ja immer an und sagen, hey, Intraday-Trading ist geil, das ist das Beste, was es gibt, weil da wäre ich über Nacht zum Millionär. Ich bin es nicht geworden. Ich fühle mich auf der etwas längeren Seite ein bisschen wohler. Das sehen Sie auch, wenn ich meine Morgen-Webinare mache. Ich trade auch kurzfristig, aber halt bin kein reiner Intraday-Trader. Was heißt, wir haben jetzt hier einen Chart vom DAX und der wird in der langen Zeiteinheit kommen. Was haben wir beim DAX? Was könnte nächstes Jahr kommen? Entweder wir machen das, was wir momentan machen. Wir setzen den Abwärtstrend fort. Das ist die eine Seite. Oder aber der Abwärtsdruck bleibt nicht erhalten, sondern es dreht sich rum.
Das heißt, die Schwäche kommt raus aus dem Markt und wir drehen rum. Das heißt, nach diesen langen, langen Monaten Abwärtstrend dreht der Markt rum. Das sind jetzt mal so die zwei Grundszenarien, die passieren können. Und eins dieser beiden Szenarien wird wahrscheinlich kommen und das können wir dann entsprechend traden, wenn es soweit ist. So, das heißt, wenn wir uns das jetzt mal angucken, das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein Monatschart, total langweilig. Aber das sind so Punkte in diesem Monatschart. Ich habe das jetzt genommen auch, damit wir mal einfach einen weiten Blick in die Vergangenheit bringen und auch so ein bisschen Potenzial sehen, wo der Markt hinlaufen kann. Weil es ist ja immer so, wenn wir traden ja lediglich Wahrscheinlichkeiten. Und wenn wir aber gute Potenziale sehen, dann haben wir hier die Chance, wenn der Markt das macht, dass wir ranlaufen. Und schaut mal, ich habe vor ja nicht allzu langer Zeit hier bei Tickmill in den Morgenwebinaren haben wir darüber gesprochen, über eine Schulterkopf-Schulterformation im DAX. Da war die noch längst nicht getriggert. Da hat der eine oder andere gesagt, ja gut, wenn es geht, dann wird es, aber ansonsten nicht. So, dann war die Prognose quasi zu sagen, wenn das Ding kommt, wo ist denn Potenzial nach unten hin da? Und wir sehen mittlerweile, das war hier da oben, so groß bin ich gar nicht, da war im Endeffekt der Bruch und guckt, wo der Markt hingelaufen ist. Hier hatten wir Wochentiefs gehabt, die hat der Markt allesamt mit abgearbeitet. Das heißt, man konnte an der Stelle, man kann ja jetzt sagen, ja gut, was der Cycle hier sagt, das ist ja alles Vergangenheit, das sieht man ja jetzt im Chart, ist richtig. Jetzt ist es einfach, das zu sagen, wenn wir traden, kommt die weiße Seite ins Spiel, da braucht man die passenden Strategien. Nur da sehen Sie einfach mal daran, was hier in der Planung, was man rannehmen kann, um das Ganze mit zu sehen. Was wir nach unten sehen, ist, wir haben da so eine Linie liegen hier, da in diesem Bereich und dann hier unten, wenn wir uns mal den Trend anschauen, der hier langfristig nach oben läuft. Ja, ich hoffe, Sie sehen den Trend. Den großen Aufwärtstrend hier, Bewegung, Korrektur tief, weite Bewegung nach oben, jetzt nach unten. Wenn man diesen riesengroßen Verlauf mal anschaut, dann sehen wir sind gerade in der Korrektur von diesem Riesenteil. Im Tageschart natürlich abwärts gerichtet. Wir sind brutal short momentan, ja. Da kommt man nicht auf die Idee, langfristig long zu traden. Aber das sind Szenarioplaner. Das heißt, wenn wir beispielsweise die Marke von 10.800 Punkten anlaufen, das ist das, wo dieses erste, der erste grüne Bereich ist, dann könnte dort eventuell ein Support kommen. Das kann man planen. Da kann man sagen, wenn man jetzt short geht, wenn das Ganze sich weiterentwickelt und der Markt uns anzeigt, wir fallen tatsächlich, dann sind das die Bereiche, wo man sagen kann, okay, da könnte man mit etwas Unterstützung rechnen. Da könnte man beispielsweise mal eine Gewinnmitnahme planen, solche Sachen. Oder sich dann auf diese Marken setzen und sagen, wenn der Markt jetzt rumdreht, dann könnte sich zum Beispiel in diesem Bereich da unten auf Tagesbasis ein Aufwärtstrend bilden. Dann haben wir wieder plötzlich ein ganz anderes Bild, ganz andere Trading-Voraussetzungen. Das sind die zwei Szenarien, die können wir hier machen. Das heißt, wir müssen einfach schauen, was macht der Markt im ersten grünen Bereich, läuft da drunter, spricht vieles dafür, dass wir eine Fortsetzung vom Abwärtstrend bekommen. Prallen wir aber ab und wir sehen auf Tagesbasis beispielsweise einen Aufwärtstrend, das wäre dann die Chance auch für aktiv agierende Händler, sozusagen hier ein positives Szenario zu bringen und zu sagen, gut, dann ist das jetzt das Zeichen dafür, die Märkte drehen rum, wir bekommen neue Trends und das Ganze dann zum Trading zu nutzen. Also das mal hier Richtung mögliche Entwicklung, was wir entsprechend im deutschen Aktienmarkt haben. So könnte es 2019 rein von den Szenarien her weitergehen. Schauen wir uns das Ganze mal noch für den US-amerikanischen Index an, hier im S&P 500. Im S&P 500 sieht die Lage ganz anders aus als im DAX. Hier steht halt die Frage, die langfristigen Trends sind hier auch noch deutlich aufwärts gerichtet. Die Frage ist jetzt die, im Tagestrend sind wir definitiv nach unten laufen. Gut, der Dow hat jetzt im Endeffekt letztens sein Hoch wieder rausgenommen. Das heißt, das Trendtuch vom Abwärtstrend ist erst einmal rausgenommen worden. Wir sind schön hochgelaufen, danach wieder ganz, ganz tief gefallen. Hier spielt sich immer noch das Szenario ab, es könnte unter Umständen sein, dass wir eine W-förmige Korrektur bekommen. Das heißt, dass der Markt dann wieder anfangen kann und die starken US-Wirtschaftsvorgaben wieder mitnehmen kann, um nach oben zu laufen. Wenn es dann hoch geht und wir wieder an den alten Hochs stehen, dann steht die Frage, setzt sich dieser langlaufende Aufwärtstrend fort oder sehen wir an den alten Hochs Schwäche, das heißt, dass der Markt dort anfängt abzuverkaufen. Das ist problematisch und das sind dann Szenarien, wenn beispielsweise auch die Zinsen zu teuer werden, dass wir dort erkennen können, dass der Markt entsprechend rumdreht. Und hier haben wir mal einen Langfristchart vom S&P 500, das Ding jetzt mal auf Monatsbasis genommen. Monatsbasis habe ich hier genommen, weil wir hier in diesem Chart halt erstens genug Historie sehen und zweitens wirklich dieses schöne Level auch sehen, was ich dort so grün markiert habe. Da haben wir ein Level gehabt, da ist der Markt wirklich runtergekommen, da hat das Support gefunden, das ist das aktuelle Korrekturtief, das Aufwärtstrend. Ich hoffe, jeder sieht auch, dass hier der Monatschart ein Aufwärtstrend ist, der momentan einfach nur in seiner Korrektur ist.
Was wir im Tageschart oder im Stundenchart draus machen, ist immer eine andere Geschichte. Aber das ist einfach mal für die Szenarioplanung. Das ist ja was Langfristiges. Und so ein langfristiger Weg wird ja nicht im 10-Minuten-Chart entschieden, sondern da geht es ja wirklich über Tage, Wochen oder wie wir es hier sehen, Monate in eine oder andere Richtung. Und das ist jetzt interessant. Drehen wir hier unten rum, das heißt, wenn wir hier beispielsweise im Tageschart die Situation sehen, dass wir wieder positiv Dynamik bekommen und nach oben laufen, das wäre dann wirklich ein Zeichen, dass wir eine W-förmige Korrektur bekommen, dass der Boden dort unten erstmal gehalten hat und wir wieder nach oben laufen. Und dann wird es, da ist noch viel Weg bis hin, deswegen sage ich das an der Stelle als schönes Szenario, an den Hochs, die wir hier oben hatten, da oben an den Jahreshochs, da wird es dann interessant. Wenn wir weiter einen starken Bullenmarkt haben, dann ist es recht wahrscheinlich, dass wir dort oben einfach weiter durchlaufen. Bekommen wir aber Anzeichen, dass der Markt schwächelt, dann wird es da oben mit guter Wahrscheinlichkeit kein neues Hoch geben, sondern der Markt dreht vorher ab, geht nach unten, macht das erste tiefere Hoch und dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass wir möglicherweise eine Schulterkopf-Schulterformation bekommen. Wenn wir das auf Monatsbasis bekommen, das könnte dann eventuell das sein, was der Markt zum Anlass nimmt, um längerfristig nach unten zu gehen. Also das sozusagen mal zur Planung für die Oberseite, für die Unterseite. Wenn wir gleich drunter laufen, gut, dann haben wir die Short-Szenarien, dann haben wir das, was im Tageschart sich Stück für Stück einfach auch nur fortsetzt. Das heißt jetzt an dieser Stelle kleiner Ausblick, was da kommen kann. Psychologische Sachen, planen, nicht nach Antworten von Fremden suchen, sondern wirklich selbst Hand anlegen und selbst sagen, was muss denn passieren, damit ich wie aktiv werde. Jetzt ist es an Ihnen, wollen Sie nur zuschauen oder profitieren? Wenn Sie profitieren, wie schon gesagt, beschreiben Sie die Szenarien, planen Sie Ihre Strategie, die Sie an die drehen. Das heißt, zeichnen Sie sich gerne auch in die Charts einfach ein mit den Zeichentools, die Sie haben oder auf dem Blatt Papier, was der Markt machen muss, damit Sie long gehen, was der Markt machen muss, damit Sie auf fallende Kurse setzen. Das ist die Planung. Und dann, wenn der Markt das spielt, dann nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und sagen, hoffentlich passiert nichts, ich habe jetzt Angst und dann läuft der Markt los und dann kommt die nächste Angst, Sie müssen hinterherrennen, sondern werden Sie dann aktiv, wenn der Markt Ihr Signal triggert und losläuft. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich beantworte gerne auch noch ein paar Fragen, auch nachher in meinen weiteren Workshops, die ich hier habe. Und bin auch im Stand, dass Sie können gerne auf mich zukommen und allen erfolgreiches Trading, egal ob im kurz- oder mittelfristigen Bereich für 2019. Ganz, ganz lieben Dank. Bis später. Danke.